Herzlich willkommen zu unserem Vorspielnachmittag im Dezember. Einer der ganz besonderen Tage für uns im Musikerjahr. Denn heute können wir viele Weihnachtslieder aus unserem großen Musikersack zaubern. Auch diesen Vorspielnachmittag bringen wir in digitaler Form zu euch nach Hause. Macht es euch gemütlich und genießt die musikalischen Beiträge unserer Nachwuchsmusikerinnen und Musiker. Piccolinos und Saxonette, Schlagzeuger, Bläserklassen 2019 und 20 und unser Jugendorchester. Alle verbindet das schöne Hobby Musik. Euch viel Freude mit diesem Konzertfilm. Wir starten jetzt mit unseren jüngsten Akteuren, den Piccolinos und Saxonetten. Sie spielen nun seit diesem Jahr im September ihr neues Instrument. Und wir sind ganz gespannt, wie schön das schon klingt. Wir spielen Morgen kommt der Weihnachtsmann. Hier. Kind mit Krippe, Schaf und Stier, Zotteltier und Panthertier möchte ich gerne haben. Bläserklasse 2020 hat, wie der Name schon vermuten lässt, zum neuen Schuljahr mit dem großen Instrument begonnen. In einem Instrumentenkarussell vor den Sommerferien konnten sich alle für ihr Lieblingsinstrument entscheiden. Und das ist wie mit der Mode. Zu jedem Musiker passt ein anderes Instrument am besten. Ob Flöte, Oboe, Waldhorn, Trompete, Posaune oder Euphonium, alle klingen ganz besonders schön. Viel Freude mit den Darbietungen unserer Bläserklasse 2020.
Spieler. Er ist nicht mal aus Afrika und doch so braun gebrannt. Wo kommt er her? Ich dachte mir, aus dem Pfefferkuchenland. Hat Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran. Wie schön ihn alle finden, den Pfefferkuchenmann. Er freut sich auf den Weihnachtsbaum und möchte drunter stehen. Den Lichterglanz, er glaubt es kaum, den will er sich besehen. Hat Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran. Wie herrlich wird er es finden, der Pfefferkuchenmann. Wäre ich nicht solch lecker Schnurrt und könnte widerstehen, denn wäre ja alles schön und gut, dann wäre ja alles gut und schön. Wie wohl Korinthen schmecken, sind Mandeln ein Genuss? Ich will ganz schnell mal lecken am süßen Zuckerguss. Und steht der Baum im Kerzenlicht und ist es dann so weit? Da fehlt doch wer, da sieht das nicht, jetzt tut's mir selber leid. Vernascht sind die Korinthen und Mandeln drum und dran. Er ist nicht mehr zu finden, der Pfefferkuchenmann. Frohe Weihnachten! Ich spiele euch Jingle Bells auf meinem Podium vor. Und nun steht unsere Bläserklasse 2019 in den Startlöchern. Sie haben für uns ein buntes Programm vorbereitet, darunter auch einen ganz besonders schönen, nicht weihnachtlichen Ohrwurm. Viel Freude! Viel Freude mit dem folgenden Weihnachtslied. Der Text ist sehr eingängig und erzählt von der Heiterkeit der Weihnachtszeit. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welche Wonne, welches Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Und ganz besonders wünschen sich viele Menschen, dass es schneit. Deshalb ist es richtig wichtig, dass auch das folgende Lied gespielt wird. Leise rieselt der Schnee.
Es wurde von Pfarrer Christoph Schmidt gedichtet. Mit seinen Gedichten wollte er Gott den Kindern nahebringen. Viel Freude mit, ihr Kinderlein kommen. Schneeflöckchen-Wässerröckchen ein Winterlied und wurde von der Kindergärtnerin Hedwig Haverkern im Jahr 1869 geschrieben. Für uns passt es aber auch super in die Weihnachtszeit. Selbstverständlich wird es aber nicht nur am 6. Dezember gespielt, sondern klingt durch die ganze Weihnachtszeit. Französisches Weihnachtslied. Es handelt von der Verkündung der Engel an die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte. Der lateinische Refrain Gloria in excelsis Deo bedeutet Ehre sei Gott in der Höhe. Und jetzt viel Spaß mit diesem schönen Weihnachtslied. Thank you.
Wer kennt ihn nicht? Captain Jack Sparrow. Wir spielen heute für euch den Soundtrack aus dem Film Fluch der Karibik für euch, der ein echter Ohrwurm ist. Geschrieben wurde es im Jahr 2003 von dem deutschen Komponisten Klaus Badelt. Weiter mit unserem Jugendorchester. Für dieses Digitalkonzert haben die Musikanten zwei gemeinsame Stücke einstudiert, die für diesen Film zusammengeschnitten worden sind. Dafür mussten alle ihre Aufnahmen mit einem Hörbeispiel und zum Metronom spielen, damit es am Ende auch zusammenklingt. Gerade dann, wenn man eben nicht nebeneinander sitzt. Außerdem haben sie einen Strauß voller Weihnachtslieder parat. Hören wir unserem Jugendorchester zu. Schlagzeuger proben fleißig im Homeoffice. Wie diese coolen Grooves klingen, hören wir gleich über unseren Konzertfilm verteilt. Und hier kommt schon die erste Darbietung. Thank you.
handelt von der Schildkröte Nisaya, die nicht erwachsen werden wollte. Das ist ein Wunsch, den sich bestimmt schon jeder einmal überlegt hat. Das Musical Tabaluga von Peter Maffay erzählt ihre Geschichte und wir spielen ihre Melodie. Sizilianischen Volksweise. Es ist eines der wohl bekanntesten Weihnachtslieder. Wir spielen für euch O du Fröhliche. Zubehör, weiß sicher jeder, welches Lied gleich vorgetragen wird. Genau, Klingglöckchen wurde das erste Mal 1854 veröffentlicht und genauso wie es damals durch die Stuben schallte, spielen wir es auch heute immer noch gerne. Für die schöne Musik. Ich hoffe, ihr habt das Konzert am Bildschirm genauso genossen wie ich beim Schneiden des Films. Euren fantastischen Applaus stellen wir uns einfach vor. Also herzlichen Dank im Namen aller Musikerinnen und Musiker für euren Applaus. Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder wirklich live für euch spielen können. Jetzt wünsche ich euch und euren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr. Und bleibt gesund! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten!